Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2070. Das Dingens ist fertig hier. Was ist denn mit Das der Zuwölf? Technologie. Wo ist die Warum denn? hat die so viel geladen und warum, was soll Wo die ist die denn denn machen? überhaupt? Myakuntreiplatz. Ich würde jetzt aber ganz gerne mal dieses Ding mitnehmen. Wie heißt das? Was hatte ich da erforscht? Wie heißt das, was ich erforscht habe? Räumungskommando, Räumungsgerät. Beseitigt den negativen Schlupfwörter. ökologischen Einfluss von Ruinen Genau. auf einer Insel. So, das wollte ich hier oben hinbringen, nach Quant. Und währenddessen nochmal ein zweites erforschen. Weil wir es können. Was gibt's Ja, hier warte mal. eigentlich? Ah, das ist alles nicht so sinnvoll, glaube ich. Was kann man hier nochmal haben? Bessert alle Kontore um Unterhaltskosten. Ist auch nicht schlecht, ne? Die sollten wir mal alles hier erforschen. Machen wir alles. Einmal alles mit Schaf. Wir haben es ja. Aber der Energietransmitter ist bisher die Errungenschaft meiner Karriere. Und Stahl. Wir brauchen Stahl. Ganz viel Stahl. Wir haben echt wenig Geld. Wir brauchen Stahl. Also Einkommen, Geld haben wir schon okay, viel, aber. Ja, Stahl kommt jetzt glücklicherweise ein bisschen mehr hier an und das werde ich jetzt auch mal direkt nutzen. Weiß ich auch, wie Oh! Zugriff das hat. Dann fahren wir da mal hin. Nein! Das machst du nicht, Zarok. Ein Ich wichtiges brauche Teil. das. Dringend. Ja, ich auch. Ja, aber nur für unnötigen Kram. Ich brauche das, damit wir mehr Geld kriegen. Was wollen denn diese Zuwölfe hier? Ich weiß es nicht mehr. Ach, das geht nicht mehr. Ach, so eine Scheiße. Ja, komm, dann schmeiß ich das jetzt über Bord. Ist mir auch egal. What? Das sind bestimmt ganz tolle Rohstoffe. Nee. Okay. Wir produzieren hier Eisen. Warum haben wir so wenig hiervon? Ich habe 78.000 Trüffeldinger gebaut. Das hat sich übrigens jetzt nicht jemand beschwert, dass ich zu häufig 78 Warum benutze. denn 78? Weiß ich nicht, das mache ich tatsächlich immer. Negative Umwelteinflüsse Ja, das belasten ändert sich gleich, wenn das Fruchtbarkeit. Räumungskommando da ist. Freu dich. Freu dich! Ja, Eve mag es ja so gerne, uns zu kritisieren. Das stimmt. Wir hätten das mit Jormund spielen sollen, denn eigentlich Jormund macht keine Fehler, dann hätte Das Eve nie was stimmt. zu sagen gehabt. So. Da ist das Räumungskommando. Zarok, guck's dir an. Wo, welche Insel Auf gelandet? Quant. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber. Und okay, ich gucke. Wo ist der Kleine nochmal? Da oben links, unten links. Da ist es. Okay. Ich zoome ran. Wow, das war echt spektakulär. Ruine ist weg. Ökobilanz. Werte steigen. Ruine Na ist gut. weg im Quant. Ja, das Symbol dafür ist weg. Es ist jetzt keine unnötige Belastung mehr. Wir sehen hier, wenn du draufklickst, siehst du ja unten beschädigter Atomreaktor minus 192 und es sinkt. 91, Okay. 190. Geht er dann auch weg? Das glaube ich nicht. Ja, wenn da Ich bin keine gespannt. Bedrohung mehr ist, dann müsste die grüne Plörre da auch nicht mehr rauskommen, ne? Ja, aber glücklicherweise ist jetzt gleich die Umweltbilanz deutlich besser und dann können wir hier. Dann hast du die richtige Trüffelfarm, ne? Ja, ich hoffe, dass dann die Trüffel ein bisschen besser werden dabei. Ah, da oben ist das braune Land, ey. Weil da keine Schweine sind, ne? Dafür Schaufelradbagger. Bau dir nochmal so ein Zeugs hin. So, bin ich denn angekommen jetzt? Ja, bin ich. Fruchtbarkeit. Werte steigen. So nicht, Zarok. Das ist meins. Ich hab das Oh, angebaut. das ist mein Zoo, Wolf. Aber mein Stahl. Dann nehme ich den Rest mit. Wie viel Stahl haben wir denn noch? Wir haben keinen Stahl mehr. So geht das ja nicht, dass nur einer Rohstoffe kriegt hier, weißt Ja, wenn man die anbaut, dann kann man die auch bekommen. Ich muss nur noch zwei Finanzzentren Warnung. bauen und dann Drohende kannst du erstmal das machen, Ölpreisexplosion was du auf haben willst. Aber Ölplattform. diese Finanzzentren möchte ich gerne erstmal hier stehen haben, weil sonst weiß ich bei der nächsten Aufnahmesession nicht mehr, dass ich sie brauche. Kennst Energieversorgung mich? mangelhaft. Du kannst aber, wenn du willst, gerne nochmal so ein Energieumleitungsdings hier hinstellen.
Ich nehme mal die Felix und lade erstmal das ganze Zeug ab und lösche dann erstmal die Ölpest, wenn er okay ist. Ja, ist okay, so gerade. So, jetzt müssen wir einmal das machen. Denn ich würde ganz gerne jetzt hier eben damit anfangen, Champagner herzustellen. Ich muss einen Feuerlöscher erforschen, wir haben davon nur noch einen. Ich mach direkt zwei, weil wir haben davon nur noch einen. Wir haben das Geld hier. Nur das Einkommen nicht. Hier ist noch viel zu tun. Ja, verkaufen wir wieder so Bier. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Ja, das sollten wir tatsächlich übrigens mal machen wieder, aber... Achtung! Schnell! Produktionsstillstand. Das macht nichts, haben wir irgendwo... Wahrscheinlich haben wir wieder hier irgendwo da übertrieben oder so. Wir haben auf jeden Fall Max Gemüse. Aber wir haben zu wenig Pasta-Gericht, also ich muss die Verarbeitung machen. Jeder Fleisch. Pasta-Produktion. So, das wird sicherlich rein. So. Oh Gott. Hier ist ja noch ein Schiff. So, Modulkonstruktion finalisiert. Jawohl. Modulentwicklung abgeschlossen. Jawohl. So, und dann wollen wir noch mal hier so ein bisschen Champagner herstellen. Vielleicht. Oh, ein bisschen auf der anderen Seite der Insel, glaube ich. Hier so. Ich glaube, Kjormon will mittlerweile auch nicht mehr mit uns Uno spielen. Hä? Verzeichne in Besitznahme. Das wird irgendwie ein bisschen random, Zarok. Du musst da mal wieder Bartok so aufmischen. Ich bin schon am Fliegen. Das ist wie der Typ in der Schule, der es nicht einzieht, dass der nicht irgendwie Fußball spielen kann. Die Flotte bewegt sich Richtung Bartöckel. So, du hast das hier gelöscht, ne? Sehr gut, Felix. So, du wolltest noch irgendwas haben. Wo soll ich denn irgendwas hinbauen? Energie bräuchten wir, weil wir ja noch so viel übrig haben. Sowohl auf Solaria brauchen wir Energie, als auch auf unserer hier Fortune City. Weißt du, was das kostet? Ja, 15.000, ist doch nix. Plus Akkuschrauber, plus... Ja, aber du willst sie doch mal auch nutzen, oder nicht? Negative Umwelteinflüsse belasten. Das ist Spirit-Gelände. Ihr Militär hat hier nichts zu suchen. Aber sonst stellen wir ganz viel Energie auf einer anderen Insel her, die wir nicht brauchen. Ja, dann bau doch da nicht immer so eine Scheiße hin, dann sind wir auch ein bisschen kulanter. Eines ihrer Fahrzeuge. Mein Gott. Ein so, Mann! Jetzt ist der Stahl schon aufgebraucht. Alarm! Und jetzt kommt er schon wieder mit seinen komischen auf eines ihrer Fahrzeuge. Dingern. So, ich hatte doch irgendwie. Hatte ich nicht ein Schiff nach Hause geschickt? Ah, hier hatte ich es hingeschickt. Nee, lass das mal lieber. Ich bombe erstmal. Ihr sammelt euch erstmal hier und macht dann. Alarm! Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Und ich verkaufe mal wieder hier Beamer und so ein Kram, ne? Beamer? Den Justin verkaufe ich. Entwarnung. Kriminalität eingedämmt. Und sehr Kommunikatoren. Gut. Kommunikatoren kann man auch immer verkaufen. So, du kannst auch noch ein bisschen mehr verkaufen. Hier Felix steht ja auch unnötig rum hier. Ein bisschen Biokost. Und noch verkaufen. Tee. Das bringt bestimmt ganz viel, wenn wir das verkaufen. Weltratspräsidenten ist abgelaufen. Oh nein, der Forschungsschuss ist vorbei. So, dann machen wir hier mal einen Bombenangriff. Und dann ist die Insel auch schon wieder Geschichte im Normalfall. Ja, du fängst die ganzen Flakgeschütze ab, das ist gut. Unter Beschuss. Und dann fängst du an zu bomben. Dann bist du kaputt. Und dann bist du kaputt. Das ist gerade das Klügste, was man in dieser Situation machen kann. Ach, fuck you. So, und ihr
Fahrt dann wieder zurück. Das gefällt mir hier überhaupt nicht. Es fehlt Fleisch. Bartok ist wieder weg. Ja, fürs Erste. Achso, eine Tycoon-Schiffswert wollten wir auch bauen, um zu gucken, ob ob die irgendwie ein bisschen schnellere U-Boote machen kann. Wo ist denn jetzt... U-Boote, die schießen können. Oh, wie sind die so Wölfchen? Ich habe irgendwas zum Verkaufen geschickt, ich weiß nicht, ob das die Zuruf war. Wir brauchen Carbon, brauchen wir. Carbon! Also ich muss ja sagen, unendlich Energie haben wir da unten jetzt auch nicht, ne? Ja, ich weiß. Also vielleicht sollten wir das einfach mit einem normalen Solarkraftwerk dann nochmal regeln. 390 haben wir noch, also eine Insel können wir noch bespeisen, aber dann wird auch irgendwann knapp. Ja, mach das dann mal zu Fortune City. Auch wenn die jetzt nicht so viel braucht gerade, aber... Du bist Boomtown, du bist vor City. Dann nehme ich einfach so ein bisschen Bauzellen und Zeug von Boomtown damit, weil da liegt so viel Scheiße. Von Boomtown? Ja, nee, mach doch lieber von Dingens, wo die alle herkommen. Ich fahr doch da jetzt nicht über die komplette Map. Das ist nicht die komplette Map, das ist eine Insel daneben. Hallo. Auf unserer Hauptinsel einfach, da wird sowieso alles hingeliefert. Achso, das stimmt. Hand drauf. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld. Also Beamer ist verkauft. Ja. Theoretisch können wir auch mal so Urangestein verkaufen. Hatte ich nicht hier ein Schiff hingeschickt? Wollte ich das nur so halb? Hattest du das Schiff genommen, was so ein bisschen was geladen hat? Nee, es hat nie irgendwas geladen. Irgendwas hatte doch ein bisschen was geladen. Wo habe ich das denn hingeschickt? Dann fährst du mal nach vorne. Völlig überraschenderweise übrigens, Saro, kann ich dir sagen, haben wir inzwischen zu viele Trüffel. Das war so klar. Du musst ja immer komplett übertreiben mit so einem. Ja, ich habe dreimal vorher versucht, das zu lassen. Da steht was. Ja, das ist aber nur. Oder später kommt alles. Ist nur Beiwerk. Geschäft, ein Gewinn. Ja. Wir brauchen halt dringend auf Solaria noch mehr Beton und mehr Stahl. Und ich hatte da, glaube ich, irgendein Schiff für abgestellt. Aber wahrscheinlich habe ich das. Das war wahrscheinlich das Schiff, was ich dafür hatte. Und das habe ich jetzt zum Verkaufen geschickt. War nicht so schlau. Egal. Kaufen oder verkaufen? Dann bringt das gar nichts. Na gut, 14.000, aber... Ist jetzt nichts. Ich kaufe mal so ein paar Aktien von unseren Tiefseeinseln, oder? Die sind zu günstig. Inselanteil wechselt Besitzer. Wechselt Besitzer, vorher war es gar keiner. Wechselt Besitzer. So, Energietransmission. Ich baue jetzt hier auf Fortune. Wo soll ich die denn hinbauen, die Energietransmission? Möglichst an den Rand irgendwo. Vielleicht hinter diese Menü-Services hier. Direkt vorne. Wir können ja auch eigentlich die. Ja, das sieht doch gut aus. Achtung, Produktionsstillstand. Wir kosten ja nicht im Unterhalt. 175 ist jetzt auch nicht wenig, ne? Gehen wir nach Fortune City. Ja, mach ruhig den Rest komplett, ist egal. 300? Ja, wir werden hier demnächst doch ganz viel kommen. Hier kommt ja noch ein Monument drauf und... Also hier wird ordentlich noch was hinkommen. Und ich werde da auf jeden Fall auch noch deutlich mehr Leute hinsetzen. Apropos Leute, hier wollte ich ja auch noch mal die Leute vergrößern, ne? 250, weil ich weiß nicht, ob ich unter Wasser noch irgendwo irgendwas bauen muss. Ich weiß gar nicht. Ich brauche unter Wasser ja auch ein bisschen Energie. Wir brauchen auch noch mehr Techs, ne? Vielleicht soll ich hier auch ein paar mehr Techs noch ansiedeln. Auf unserer Hauptinsel. So mache ich das mal. Also mal gucken. Oh, das mit dem Energieumleiter, das war eine gute Idee von mir. Oh, jetzt muss er sich die ganze Folge wieder selbst loben. Weil er mal einmal was gemacht hat. Während ich währenddessen die ganzen Inseln vor dem Tornado gerettet habe. Vor allem, während du erstmal für drei Bevölkerungsgruppen Trüffel angebaut hast. Für drei Generationen. Oh. Jetzt musst du einen starren Beton wieder haben. Das geht aber nicht von hier. So. Hier auch nicht. Wie viele Schiffe stehen eigentlich bei uns gerade in Fortune City rum? Ich habe mal eins abgezogen. Die nicht für Zahlrock. Denn die ist nicht für Zahlrock. Dann nehme ich die Zoolwolf wieder mit. Du holst da oben mal Akkuschrauber. Warum haben wir denn keine Bauzellen mehr da oben? Weil alles schläft von den Bauzellen her. Wäre nicht so die geilste Idee. Ja doch, wir hatten überall zu viel.
Also ja, jetzt haben wir aufhören. Zu wenig. Ja, zu wenig haben wir nicht. Wir haben noch 270 auf unserer Hauptinsel. 115 nur noch auf der Produktionsinsel. Oh nein, nur noch 115. Ja, die werde ich auch jetzt mitnehmen. So, ja, kannst du ja ruhig. So, Beton, ganz viel Beton. Das nehmen wir auch noch mit. So. Dann gehst du nach... Da unten! Da unten ist nämlich... ist hier schon ganz viel. Da werden nämlich neue Energiequellen angezapft, da unten. Weil wir jetzt Zucker schon haben. Ich Stück für Stück immer so ein kleines bisschen an Materialien da nach unten bringe, um dann irgendwann große Energieexplosion von 1843 hinzubauen. Naja, weil wir hier auch keine Energie mehr machen, werde ich hier auch wieder ein Solarkraftwerk nochmal setzen. Oder soll ich nochmal ein paar Windräder bauen? Also ich kann auch unten bei Helios baue ich hier ein Atomkraftwerk, da kann ich auch so einen Transmitter hinbauen, dann kann ich von da auch Energie weg woanders hin. Nee, ich will deine billige Atomenergie nicht. Billige Atomenergie? Wenn die im Baum mal so billig wäre, ey. Die ist ja billig. Kann man die Lagerung der, des Mülls ist ja, also das Atomenergie ist ja ich ziemlich günstig. Ich will sicher sein können, dass das Spirit-Programm durch sie nicht gefährdet. Das Problem ist ja nur die Endlagerung. Mond. Und das Problem ist, dass die Kraftwerke für die Endlagerung ja nicht wirklich zahlen müssen, sondern der Staat. Was kann man denn hier in diesen natürlichen Wasserspeicher ermöglichen, bauen eines Staudamms? Wo kann man denn einen Staudamm bauen? Der bringt nämlich auch ziemlich viel Energie. Ja, das werden wir auch sicherlich mal machen. Verbesserung der Ökobilanz. Auf welcher Insel ist das denn? Warnung. Fortune City. Verminderte Fruchtbarkeit ja. Durch und werden wir das, also wir werden das sicherlich irgendwann mal machen. Das wird ein Ich sehe keine Option für Staudamm. Ja, doch, das gibt's hier. Ich hatte die schon irgendwo, oder? Ja, das ist nur ein Flussklärkraftwerk. Ja, das wird halt auch so ein Monument sein. Es kann sein, dass das von den Texten das Monument ist. Nee, wissenschaftliches Fundament. Im Tycoon sind wir noch nicht ganz oben. Da kümmere ich mich aber ja gerade drum. Das ist das nächste Ziel, dass wir jetzt erstmal Champagner da ja jetzt haben gleich. Irgendwann mal. Wenn wir schon Champagner haben. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Dann können wir da nämlich gut weitermachen. So. Eins. Nee, du befehligst nichts von mir. Die brauche ich, um die Bartok abzuholen. Ich kann. Nee, das, die Option für den Staudamm gibt es nicht. Ja, die wird aber noch kommen. Es ist ja nicht alles sofort freigeschaltet immer. Ja, es wird ja nicht nur Dinge. Das müsste ja trotzdem eigentlich angezeigt werden. Ne? Nein, nicht unbedingt. Da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Ekos. Ne? Pause vielleicht. Oder. Dann sind sie wieder topfit. Oder eben, hallo. Oder die Tycoons. Oder Tex, ich weiß nicht, wo es genau steht. Also es ist ja sogar so, dass wir bei den Ecos noch nicht durch sind, was die Bedürfnisse angeht. Ne? Das nächste Bedürfnis, was die haben, können wir halt erst erfüllen, wenn wir so und so viele Tycoons haben. Interessanterweise. Ja, übrigens, haben wir irgendwo vielleicht ein bisschen Beton? Ja, Beton haben wir ganz viel jetzt auf... der Betonanbauinsel, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Wo ist denn die Betonanbauinsel? Da, wo wir auch Stahl anbauen. Boomtown. Weil da brauche ich, hole ich mir nämlich ein bisschen Beton. Da schreibt man mit O-N und G. Achtung, Produktionsstillstand. So, ich denke, wir werden hier auch noch ein bisschen mehr Zucker brauchen, oder? Wobei, wir sind hier eigentlich gemaxed, was Zucker angeht. Boah, ey, angeht, das wird dann in der nächsten Folge wird das so super, ey, wenn endlich mal vernünftig Energie hier gemacht wird. So, wo ist denn Zucker überhaupt? Ist das Zucker? Ja, vernünftigeenergie.de. So. Die hat bestimmt schon einer geklaut, die Seite, jetzt wo du das erwähnt hast. So, das Geothermiekraftwerk, dann hat sich schon gelohnt. Ja, der gleichen Frosch im Hals. Ja. Und kein Spekulatius. Nee. So, das soll wohl reichen. Achso, wir hatten hier sogar noch zwei. Ja, das reicht auf jeden Fall. Gut, so, jetzt brauchen wir noch ein Schiff, was da hin und her fährt. Haben wir irgendein untätiges kleines Schiff? Also groß muss es erstmal nicht sein. Für was brauchen wir das denn? Warum schläft denn die Salamander? Achso, die schläft nicht, die hat hier keine Möglichkeit, sich abzufertigen. Das stimmt. Boah, ey, vor lauter Aufregung kriege ich hier Halsschmerzen.
Ja, wir haben auch schon 2 Stunden aufgenommen, hat uns gerade das Spiel gesagt. Das stimmt. Wie wär's mit einer Pause? Und wir machen Verlust, ist das nicht schön? Wunderbar. Warum eigentlich? Weil ich Champagner anbauen habe lassen und das wird noch nicht verkauft. Warum kriegen wir denn so wenig Steuern? Was ist das denn? Ja, weil du ja immer so Sachen baust. So Atomkraftwerke, ohne die Energie dafür zu nutzen und so. Das habe ich aber noch überhaupt nicht gebaut. Ja, aber zumindest das Uran dafür hast du, oder? Das stimmt. Guck dir mal an, wie viel das kostet. Genauso viel wie jede andere Rohstoffproduktion. Ja, aber wir nutzen sie ja nicht, das ist ja das. Und zwar 200. 200 ist aber ganz schön viel. Quatsch. Dafür habe ich davon aber auch nur 2. Ja, du brauchst aber gerade keinen Uran, oder? Lass dich mal kurz schlafen. Die 2 schlafen aber dann auch. Jetzt bist mal du dran, uns zu helfen. 36 ist schon ein Glas, das können wir erfüllen. Achso, nee, wir müssen da hinfahren. Wir haben doch so wenig Schiffe, Leute. Ah, hier ist eine Saragosso. Die macht aber jetzt gerade erst was anderes. Es kommt gleich ein neues Schiff. Das ersetzt dann die Saragosso. Die Saragosso geht schon mal auf eine Route, ja? Okay, irgendwann wollte ich jetzt aber machen. Wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe neue Handelsroute gedrückt, ist nichts passiert. Haben wir nicht mehr welche machen? Doch, da. Das wäre es noch, ne? Jetzt sagen, ey, keine Route mehr möglich. Stimmt, ich brauche Beton. Champagne. Also, kann ich mir hier ein bisschen Beton abzwicken? Stimmt. Wo denn? So, dann fährst du da unten auf Helios. Auf welcher Insel willst du denn Beton abzwicken? Ja, das ist okay. Ich bring Beton von Boomtown nach Helios. Das ist akzeptabel, auch wenn es für böse Sachen genutzt wird. Aber prinzipiell ist das okay. Wir haben zu wenig Hamburger. Registriere neues Fahrzeug. Ich baue mal 2, ne? 2. Ja, ich baue mal 2. Da brauche ich aber erstmal die Rohstoffe, die jetzt gleich ankommen. Pass mal auf, Nemrix, wir steigen jetzt gleich in ein neues Zeitalter. Sag, du weißt, dass wir gerade wenig Geld haben. Werden wir umweltfreundliche Energie produzieren, ja? Boah, ich will nicht wissen, wie viel Geld uns das schon wieder kostet, Zarok. 60, 120... Das war für Energie, die wir nicht nutzen. 220... Ja, für Sachen, die wir nicht nutzen. Also nicht allzu teuer. Das heißt, wir haben die Gefahr des nuklearen Terrors hier gerade, ohne dass wir überhaupt Profit daraus schlagen. Apropos nuklearer Terror, was kann man denn gegen... Da gibt es doch bestimmt auch was zu erforschen. Weiß ich nicht. Guck es dir an. Ja, muss es ja. Eigentlich. Boah, wir müssen so viel mehr Geld machen, Zarok. Ja, aber wie denn? Ja, indem wir nicht unnötigen Quatsch anbauen. Erhöht die Energie auf einer Insel. Energieproduktion plus 75, das ist nicht so... Das ist ja richtig viel. Ja. So, aber jetzt kommen die ersten Champagnergläser an. Wenn das stimmt, was die vom Wahrheitsministerium sagen, dann gibt es bald große Gebäude. Da arbeitet man doch gern. So, aber eigentlich müssten jetzt doch hier mal wieder genug Sachen kommen, oder? Eigentlich habe ich jetzt wieder genug Fleisch geliefert, fand ich. So, was ist denn jetzt hier? Hier sollte doch eigentlich ein Schiff ankommen, oder? Da. Du sollst nämlich mitnehmen Beton. Und Stahl, von dem wir echt nicht mehr viel haben, weil Zarok die für unnötige Atomkraftwerke nutzt. Die sollst du hier hinbringen. Seit wann war Atomkraft je unnötig? Wo hast du die überhaupt jetzt angebaut? Noch gar nicht. Ich muss immer die Produktionskette auf die Kette kriegen.
Das heißt, es wird alles noch teurer? Eins, nee, das bleibt. Ja, 60, 120. Ja, und dann nochmal 100 und das war's. Ökobilanz. Aber was ich jetzt brauche, ist ein Schiff, das die Dinger hin und her fährt. Ich habe gerade ein neues gebaut. Aber das ist ein bisschen groß dafür, glaube ich. Ja, vielleicht schon. Aber wir wollen doch sowieso nur noch so große Schiffe bauen. Ja, deshalb hatte ich das auch gemacht. Ja, ich nehme das mal. Von hier ist das, ne? Ja, müsste hier sein. Nee, so nicht. Du nicht. So, das sollte jetzt auf jeden Fall deutlich ansteigen. Champagner haben sie auch, die Leute. Neue Handelsroute. So sieht das doch gut aus. Und wie gut das genau aussehen wird und ob wir vielleicht dann schon den Aufstieg wieder ermöglichen können, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, denn das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.